Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario Bros. 2, The Lost Levels. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass der letzte Part so abrupt endete. Das hatte so seine Gründe. Gut, auf jeden Fall machen wir hier jetzt weiter. Immer noch im Schloss. Nein, ich bin viel zu früh gelaufen, wollte ich sagen, aber egal. Gucken wir mal, wie wir uns heute so anstellen. Naja, für mich ist das eigentlich noch genau derselbe Tag, weil für mich ist seit diesem Part und dem letzten nicht besonders viel Zeit dazwischen. Du bist niemals berührt worden. Warum? Das check ich nicht so ganz. Final, klär mich auf, Mario-Experte. Uff. Naja, ob Final Level Gamer jetzt wirklich der Super Mario Experte ist, weiß ich nicht. nicht so genau. Das war überraschend, Bowser. Das war richtig assi von dir. Naja. Egal. Steven ist egal. Ich kenne mich mit Stars und so weiter nicht so aus. Und um ehrlich zu sein, möchte ich es auch nicht. Weil die Stars und Sänger und Bands und so weiter, die gehen mir so gesehen alle am Arsch vorbei. Ja, so böse das auch klingt, es ist die Wahrheit. Weil was interessiert mich, welcher Star jetzt welchen Skandal verursacht hat, das ist mir Schnuppe. Oder welcher Film gerade in ist, das ist mir genauso egal. Und durch! Durch den Boden! Scheiß Hammer, Bruder. Ich glaube, ich brauche den Pilz da, damit ich den Schaden fressen kann und dann ganz gemütlich und ganz kamot, wie ich ja sage, an ihn vorbeilaufen. Oh. Okay. Diese Stelle scheine ich zumindest etwas hinzubekommen. Der Rest muss auch klappen. Dann ist alles in Ordnung. Dann freuen sich alle Leute. Jetzt und zack. Jetzt hier noch ohne Schaden hoch. Renn doch! Ich habe das Steuerkreuz sowas von gedrückt gehabt, ja. Irgendwie scheint dieses Steuerkreuz nicht ganz so hinzuhauen, wie ich es gerne hätte. Liegt, wow, wahrscheinlich daran, dass es noch neu ist. Entweder das oder... keine Ahnung. Man, irgendetwas muss es liegen, dass es nicht hinhaut. Ja, da fresse ich den Schaden. Na... warte! Pilz! Da komme ich nicht ran! Doch, ich wäre dran gekommen, wenn der Pilz runtergefallen wäre und ich ihn mir während einem Sprung gegriffen hätte für meine Pilzsuppe. Aber wenn Mario in der Luft einen Pilz auffängt, dann sinkt ja in gewisser Weise seine Sprungkraft etwas. Und ich weiß nicht, ob ich dann den Sprung noch geschafft hätte. Deswegen wollte ich einfach gleich gnadenlos durch. Duck dich! Ich drück sowas von. Ich glaube, das Steuerkreuz ist hinüber oder so. Wurde einfach nur noch nicht eingespielt. Das ist... Mann! Ich glaube, es ist einfach nur noch nicht eingespielt. Oh! Ich bräuchte einen Pilz. Dann wäre alles in Ordnung. Ich mache 1000-mal denselben Fehler. Aber echt 1000-mal. Oh Gott! Gott! Nicht gut, sondern Gott. Wie in Gottes Namen oder Jesus Christus sei mein Verbündeter. Was laber ich da für einen Gruß zusammen? Verstehe ich selbst nicht so genau. Ich bin zwar Christ und so weiter und auch noch ein sehr gläubiger Christ. Jedoch ist meine Form des Glaubens etwas anders als normalerweise, denn meiner Ansicht nach geht mir die Kirche am... Du! Scheiße, es ist mein Rechner, der solche Geräusche macht.
Naja, denn meiner Meinung nach, denn mir persönlich geht die Kirche am Arsch vorbei. Und durch, jawohl. Das Problem ist, wenn ich hier mit Pilz durchkomme, dann sterbe ich hier. What? Ich drück nach rechts! Ja, scheiß doch auf den Pilz da oben. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Zu hoch. Du hättest auf meine Ebene schießen sollen. Immer noch. Ja, die Zeit. Oh! Es ist mir egal, die Zeit. Okay. Ey! Renn! Yes! Ich hatte schon Angst, dass Mario jetzt nicht läuft, obwohl ich das Steuerkreuz drücke, weil, wie gesagt, es hat bei mir ein paar Macken. Ah, sehr gut. Das Getränk hier. Winterlandschaft, Wunderwelt. Fast überhaupt nicht, denn wir haben den größten Sommer aller Zeiten. Naja, überhaupt nicht, aber morgen soll es 32 Grad haben. Ganz im Ernst, 32. Das ist schon eine ganze Menge. Wow. Oh nein. Ich glaube, ich spiele ein bisschen zu hektisch für dieses Spiel. Ah! Ich dachte, ich lande dazwischen. Das wäre es noch gewesen. Nein. Was zum Geier ist das denn? Wind oder wie? Wind und Wetter! Du kannst mich mal. So. Ich sollte aufhören, wieder mal zum Witz zu dödeln, aber der Soundtrack ist einfach zu gut, als dass ich es nicht könnte. Ja, ja. Uiuiui. Moment, Moment, Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. So. Bitte, Steuerkreuz, lass mich nicht im Stich. Jawohl. Perfekt. Das war noch gar nicht das Ziel, oder? Nee, oder. Oh Gott. Okay, da war es eben nicht. Was zum. Okay. Hier irgendwo muss was sein. Hallo? Danke, ich dachte schon. Sehr schön, ich glaube, ich komme gut voran. Mein Rechner ist so laut, das kotzt mich richtig an. Aber es geht leider nicht anders. Wo ist der Schnee hin verschwunden? Ach, egal. Ach, diese Musik. Sowas von gut. Ganz im Ernst. Ey! Renn nicht nach rechts. Bitte Pilz, das wäre echt falscher Pilz. Ich will keinen Giftpilz. Draußen sägen wieder Leute herum. Ja! Okay, hier rüber. Nein! Ey, meine Reaktionen sind so geil gerade. Ich könnte mich selbst küssen. Ich bin aber nicht so selbstverliebt, also lass ich's. Moment, das sieht verdächtig aus. Oh, Münzen! Der geldgeile Klempner schlägt wieder zu. Okay. Hm. Oh, geldgeiler Klempner. Der geldgeile Klempner in Action. Okay, hoch und what the? Geil. Aber bis jetzt muss ich sagen, das Spiel macht mir sehr viel Spaß. Und ist bei weitem nicht so schwer, wie die Leute sagen, von wegen, schweres Spiel, darf man nicht in Europa veröffentlichen. Finde ich überhaupt nicht. Mir macht das Spiel sehr viel Spaß. Oh, na, ich, Dämlack, ich dachte, das fällt nach unten. Deswegen habe ich auch so dumm reagiert gerade.
Okay, merke dir, Wolf, es fällt nicht nach unten. Was zum... Mario schwebt! Nee, oder? Okay, ich verstehe das Prinzip des Levels. Und das gefällt mir nicht so. Auch eigentlich eine schöne Idee, aber... Ich sterbe daran. Das ist nicht so schön. Hau ab, Tinten-Oktopusli-Fisch. Tinten-Oktopusli-Fisch. Hä? Was? Habe ich was falsch gemacht? Ach, ich hab doch keine Ahnung. Ich hab was... Oh nee, nicht diese Art von Level. Unten lang. Was doof. Was doof, was soll das? Ich muss bestimmt da oben hin, aber wie komme ich da oben hin? Wie soll das gehen? Dafür muss ich diesen einen Sprung da drauf haben, aber den habe ich nicht drauf. Moment. Ah, so geht's natürlich auch. Yeah, Bonus! Geldgeiler Klempner-Action! So. Ich nehme mal an, dass das jetzt der richtige Weg war. Oh, genau! Genau! Das war jetzt echt gemein. Ach, kommt. Das ist unfair. Das ist nicht nett. Aber wenigstens weiß ich, was ich jetzt zu tun habe. Zu früh, viel zu früh. Ja, habe ich selbst schon gemerkt. Yes! Ach, diese Musik ist so unendlich geil. So, jetzt. Zu spät. What the fuck? Das war auch nicht nett. Wow. Und hoch das Bein. Ich sagte dann hoch das Bein. Man hat gesehen, ich war schon oben. Ich habe sogar nach rechts gedrückt, aber der Controller meint wieder so, nee, nee, Mario soll da nicht oben hin. Er soll noch 30 Mal in dieser Stage verrecken. Ich sag schon wieder Stage. Level. So, Geldgeiler Klempner. Ich glaube, da draußen sägt schon wieder jemand. Manu! Dann nehme ich einmal wieder auf. Und dann fangen die Leute an, da draußen Bäume über den Haufen zu sägen. Super, klasse. Ist ja auch wieder so ein... Oh, du hast den falschen Weg. Komm her, Tintenfisch. So, Kalamari verschnitt. Ich mag keine Tintenfische. Ja, sägt da draußen nur ein Gebäude über den Haufen. Geil. Ich hoffe, das hört... Was? Ach, egal. Ich hoffe, das hört man nicht alles auf der Aufnahme. Ansonsten viel Spaß mit Kreissägen-Action. Viel zu... Ach, gut, gut. Ich dachte schon wieder, es wäre zu früh. Ach, dieser Soundtrack ist so herrlich, so wunderbar schön. So. Und rüber. Nicht so eilig, Kollegen. Ah! Ich bin aus Reflex gesprungen. Ich wedel die ganze Zeit mit meiner dummen Hand herum. Nee, meine Hand ist nicht dumm. Okay. Ich bin so ein... Das war mein Fehler. Das war reine Übereifer-Aktion. Okay, die Stage ist jetzt endlich mal ein bisschen schwerer als die von davor. Was gut ist, weil jeder liebt Herausforderungen. Vor allem ich, Terran Corvo, ich liebe Herausforderungen und deswegen zocke ich das Game hier auch. Wenn es nicht fordernd wäre, würde ich es auch nicht spielen. Ist ganz klar.
So. Jetzt mal ganz vorsichtig hier. Hundeeck! Langsam aber sicher kann die Leute da draußen mich mal am Arsch lecken. Ganz im Ernst. Schnitt. Scheiße.